Bitte, Herr Kürt. Werner Amund, der Sicherheitssprecher der ÖVP, ist der Nächste. Danke, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesministerin, meine Damen und Herren. Ich bin zunächst einigermaßen überrascht. Der Kollege Pilz twittert gerade Aktuelle Stunde. Die Innenministerin trägt die Sichtweise des BND vor, verwechselt Fakten und versucht verzweifelt zu beschönigen. Warum? Und dann weiter im Grunde. Wissen Sie, der Applaus zeigt eigentlich, dass Sie politisches Kleingeld wechseln wollen und die Sache nicht sehr ernst nehmen. Das möchte ich Ihnen sagen. Denn was mich an der Debatte, Herr Kollege Pilz, schon stört, wir sind hier im Haus eigentlich eines Sinnes in dieser Angelegenheit. Wir haben eine gemeinsame Entschließung verabschiedet. Die Frau Bundesministerin hat im Detail auf die Fragenstellung genommen, zu den Fragenstellungen genommen, hat jetzt, hören Sie mal zu, Frau Kollegin Berlakovic-Jenewein, das ist doch nicht wahr, dass man nicht einmal ausreden kann hier im Haus. Das kann es doch nicht sein. Hören wir uns doch einmal wechselseitig die Argumente an. Dazu würde ich Sie wirklich einladen. Die Frau Bundesministerin ist im Detail auf diese Fragen eingegangen, hat berichtet von der Anzeige, die gegen das BND gleichsam von unserem BVD eingebracht worden ist. Und ich verstehe eigentlich nicht, Herr Kollege Pilz, warum Sie versuchen, die ganze Angelegenheit insofern ins Lächerliche zu ziehen, als dass es ja möglich sein muss, dass man auf der einen Seite Ihre Argumente, Ihre schwerwiegenden Vorwürfe, das hat die Frau Bundesministerin ausdrücklich betont. Die Frau Bundesministerin hat ausdrücklich betont, dass das ganz schwere Vorwürfe sind, die da im Raum stehen. Aber es muss doch auch möglich sein, in einer parlamentarischen Auseinandersetzung Argumente insofern gegeneinander abzuwägen, als dass man auch zitiert, und ich finde es ja eh bemerkenswert, wenn Sie sich's genau durchlesen, dass man sich auch anhört, was denn das deutsche Bundesnachrichtenamt zu diesen Vorwürfen sagt. Die sind eh verräterisch, nicht böse sein. Wenn ich zitieren darf aus der Aussendung des BND, heißt es da wortwörtlich: Spionage mit Hilfe des BND und eines deutschen Telekommunikationsanbieters gegen diese Staaten lassen sich aus den veröffentlichten Dokumentendetails nicht ableiten. Ja, das sagt eh viel, Herr Kollege Pilz. Das sagt eh viel. Aber nehmen Sie bitte auch zur Kenntnis, dass das E-Mail, das Sie vorgetragen haben, eben eine Fülle von Möglichkeiten offen lässt. Das sagen, oh ja, Herr Kollege Pilz, das sagen die Techniker, die Sie da im Detail auskennen. Und genau das hat die Frau Bundesministerin gesagt. Das kann viel bedeuten, es kann aber auch nichts bedeuten. So, und deshalb wird man heute auch die Ermittlungen einigermaßen abwarten müssen. Das hilft gar nichts, weil nicht einmal klar ist, ob es sich dabei um Transitleitungen für Ferngespräche handelt oder um Internetleitungen. Man weiß es einfach nicht aufgrund dieses 10 Jahre alten E-Mails, das Sie vorgelegt haben. Und dann, Herr Kollege Pilz, ich verstehe die Aufregung nicht, Herr Kollege Broos, wir finden auch, dass es nicht in Ordnung wäre, wenn unsere Freunde uns ausspionieren. Und natürlich hätte das zur Folge, dass es eine ordentliche Verstimmung gibt. Aber da ist ja die Frau Bundesministerin, bitte, für die Auslandsaufklärung ist schon der Verteidigungsminister zuständig mit dem HNA und nicht das Innenressort, das ja schon dem Namen nach für innere Angelegenheiten zuständig ist. Ja? Dass es hier aufklärungswürdig ist, die Situation, ist unstrittig. Bitte, es gibt ja auch den Vertrag der Deutschen Telekom mit dem Bundesnachrichtendienst. Und da heißt es in Paragraphen 1, erster Punkt,
Der Auftraggeber beabsichtigt im Rahmen seiner Aufgabenstellung nach dem § 1 Absatz 2, 2 Absatz 1 Nummer 4 des Gesetzes über den Bundesnachrichtendienst vom 20.12.1990 kabelgeschützte Leitungs- und paketvermittelte Fernmeldeverkehre, die ihren Ursprung und ihr Ziel nicht in der Bundesrepublik haben. Transit heißt der ganze Vertrag bezeichnenderweise, aufzuklären. So, also wir sind hier eines Sinnes. Wir wollen, dass es zu einer ordentlichen Aufklärung kommt. Aber bitte tun wir nicht wechselseitig da politisches Kleingeld wechseln. Die Frau Bundesministerin hat sehr im Detail Auskunft gegeben, hat ihre Behörden angewiesen, ordentlich zu ermitteln. Und versuchen wir doch hier gemeinsam, aber sachlich entsprechend vorzugehen. Werner Amon wirft Peter Pilz vor, politisches Kleingeld wechseln zu wollen.